So Leute, herzlich willkommen. Oh, schon wieder so Leute, ne? Ich darf das nicht mehr sagen. Das habe ich dir schon mal gesagt. Oh, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Wir sind noch im Brandnertal, aber brechen jetzt auf nach Sölden. Jo, in Sölden ist es ein bisschen frischer, ein bisschen kühler. Aber ich freue mich sehr auf das Panorama dort. Und ich freue mich auch sehr dort auf die Strecken. Und ich freue mich auch sehr, einen neuen Campingplatz kennenzulernen. Hier im Brandnertal war das schon ganz cool, eigentlich alles, was man braucht. Aber ich glaube, der, den wir jetzt in Sölden ansteuern, der war doppelt so teuer. Aber ich habe nichts Besseres gefunden. Also wir starten jetzt gleich los, haben gerade eben alles zusammengepackt. Ja, und dann geht's ab. Wir haben noch gute Dreiviertelstunde, mussten mehrfach anhalten, weil unsere Bremsscheiben überhitzt sind und gut gequalmt haben. Obwohl ich schon extrem mit Motorbremswirkung gearbeitet habe. Aber ich war auch schon auf dem, jetzt zu Hause schon, habe ich schon gecheckt, dass die Scheiben auf jeden Fall am Limit sind. Jetzt haben wir mit Dometic geschrieben und die haben gesagt, wir sollen den Edgar anrufen. Und dann gucken wir, also keine Ahnung, was die jetzt noch gucken wollen. Aber wir wollen wahrscheinlich Werkstatt mal aufsuchen. Aber Dometic hat schon direkt gesagt, dass sie die Rechnung übernehmen und so, ne? Ja. Ja, und jetzt gehen wir kurz in Hofer. Hofer? Hofer? Aldi. Aldi. Hofer Aldi. Und decken uns ein bisschen ein für heute und die Tage. Bin ich ein Brot? Das Meisterbrot. Ja, Hofer ist eigentlich ja genauso gleich wie Aldi. Das heißt, ich würde gerne mal wissen, warum das hier anders heißt. Aber ich habe leider gar keine Ahnung. Was steht da drauf? Badener Kur Gipferl. Kipferl. Kipferl. Richtig. Die Kaminwurzel, die muss man immer schon mal aufmachen, damit die ein bisschen Luft ziehen, dann schmecken die besser. Einkaufen haben wir erledigt. Ich hoffe einfach nur, dass es nach Sölden nicht bergab geht irgendwo. Weil sonst haben wir echt ein Problem. Weil die Bremsen, ja. Also ich habe echt selten irgendwie Stress beim Autofahren. Eigentlich nie. Auch mit großen Autos ist jetzt nicht so mein Problem oder so. Aber wenn die Bremsen nicht richtig funktionieren, dann ist man auf Feierabend. Merkt ihr, wir haben eine Einkaufstüte. Ja. Wir haben alles, ne? Ja. Überlebt. Der Kfz-Meister hat gesagt, es ist alles okay. Beläge sind okay, Scheiben sind okay. Platz ist auch da. Also das ist jetzt das Gegenteil von Brandnertal. Das ist hier wie so ein Wellness-Resort irgendwie ein bisschen. Platz sieht auch gemütlich aus. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich noch was näher ran, dass wir vielleicht die Markise ein bisschen ausfahren können. Aber weißt du, was ich auch überlege? Was denn? Wenn du rückwärts einparkst und wir die Markise ausfahren, sind wir hier an den Bäumen. Das ist auch schön, ne? Das ist schon schöner als Schotter, ne? Ja. Da ist direkt der Lift. So, wir sind im Lift. Nach oben. Wir haben es geschafft, tatsächlich vor Liftschluss noch eine Runde fahren zu gehen. Ich bin sehr happy, ich freue mich. Und allein, also das Lifttempo ist schon eine andere Nummer als im Brandnertal. Ja, es ist super warm, gar nicht so erwartet. Boah, mir gehen schon die Ohren zu. Ja, wir fahren jetzt 2-3 gemütliche Runden. Vielleicht schaffen wir auch nur 2 Abfahrten, total egal. Hauptsache nochmal kurz auf dem Rad gewesen. Und ja, dann gibt es auch schon fast wieder Abendessen. Ja.
I'm free. Spirit forever. Wir sind im, ich weiß gar nicht, wie der Lift heißt, aber auf jeden Fall. Nee, das ist, glaube ich, dieser 6er Sessellift wieder. Wir fahren hoch, einmal ganz hoch, um einmal ganz oben gewesen zu sein einfach. Fahren dann wahrscheinlich trotzdem blau, auf entspannt, weil Michi hat heute ein bisschen Stress mit Armpump und so, ne? Ja, ich merke einfach, ich bin ja die ganze Zeit das Rise jetzt gefahren auf den Trails und da habe ich ja die Shimano-Bremse. Und jetzt auf dem Capra ist wieder die SRAM Code Air-Bremse drauf. Und ich muss die ganze Zeit so fest zupacken, damit die überhaupt bremst. Das merke ich auf jeden Fall hier. Und es hat so ein bisschen Handschmerzen. Ja, deswegen waren wir ganz entspannt. Aber Sölden einfach nur 100% Spaß. Also macht einfach übelst Bock. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber macht einfach mega Spaß. Ich habe auch so das Gefühl, einfach die Leute, die Strecken gebaut haben, haben sich wirklich sowas dabei gedacht. Man muss sehr wenig bremsen so. Also wenn man die Strecken kennt und laufen lässt, dann merkt man so, es funktioniert einfach mega gut. Ja, wir fahren mal hoch. Herzlich willkommen zum Gute-Nacht-Wort vom heutigen Tag, Leute. Was war das für ein Tag? Erst die Fahrt hierhin, die Bremsen, den Struggle. Eigentlich war es ein cooler Tag, sehr ereignisreich, aber den Stress zwischendrin, den hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht. Das muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich auf die Tage in Sölden jetzt, denn hier war ich echt schon ewig nicht mehr. Ne? Also, wenn ihr euch erinnert, ich war hier, da war ich, ja, da hatte ich noch das Talk, Leute. Also das ist ewig, ewig lange her. Ich mache hier parallel mal schon mal alles zu. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich alles verändert hat. Ich habe heute schon gemerkt, dass ein paar Streckenabschnitte anders sind. Allgemein einfach mir hier die Strecken auf jeden Fall übertrieben viel Spaß machen. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das letzte Stück der blauen Line auf der einen Seite da, das werde ich mir nicht nochmal antun. Das ist verdammt anstrengend auf Dauer. Aber die anderen blauen auf jeden Fall und meine absolute Lieblingsline, die werde ich auf jeden Fall morgen fahren. Deswegen schaltet morgen auf jeden Fall wieder ein zum nächsten Vlog vom nächsten Tag. Und ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns, Leute. Lasst ein Abo da und bis bald.